Hallo Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Ausgabe von FC Moto TV. Heute geht es wie versprochen um eine Tankringmontage und natürlich entsprechend den dazugehörigen Tankrucksack. Ich würde sagen, es wird wie immer aufschlussreich. Bis gleich. So Leute, wie versprochen, Tankring, Tankrucksackmontage stellvertretend, exemplarisch an unserer MT09. Vielleicht vorab ein paar Worte. Wer von euch zwei linke Hände hat, sollte einfach auf so eine Arbeit verzichten. 10 Euro investieren in den Monteur eures Vertrauens beim entsprechenden Händler, denn es ist kein Hexenwerk. Aber wie gesagt, bei zwei linken Händen, lasst die Finger davon. Wie gesagt, Tankringmontage ist eigentlich ein sehr einfaches Thema, ein sehr simples Thema, wenn man einfach weiß, wie es funktioniert. Zwingend müsst ihr natürlich einen Tankring haben mit einer Verschlussbefestigung. Dann kann es auch durchaus sein, wie jetzt hier bei der MT09, das ist also ein Yamaha-Tankring mit 5 Verschraubungen oder ein Ducati oder Honda-Tankring, dass sie teilweise identisch sind. Denn die Zulieferer, die wo auch immer sitzen, machen nicht nur für dieses Fahrzeug einen Tankring oder einen Tankverschluss. Das kann also durchaus markenübergreifend identisch sein. In dem konkreten Fall ist es halt eine Yamaha-Befestigung für die MT09, eine 5-Loch-Befestigung. Und von diesen 5 Schrauben, die diesen Tankring halten, werdet ihr 4 demontieren müssen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Erstmal grundsätzlich aufdrehen. Wichtig, wenn ihr die entfernt, die Schrauben, dass ihr schaut, wie lang das Gewinde ist. Denn das ist erfahrungsgemäß, es muss nicht sein, aber das ist erfahrungsgemäß unterschiedlich lang. Das heißt, in dem konkreten Fall hier bei der MT09 sind die hinteren beiden Schrauben, die ich jetzt nehme, länger als die vorderen beiden. Und das wird aber dann durch den Ring gleich etwas egalisiert und entsprechend durch die passenden 9 Schrauben, die ihr dann bekommt. Denn die 9 Schrauben müssen ja dann definitiv etwas länger sein als die weggenommenen Schrauben. Bevor ich dann den Tankring montiere, der besteht aus einer metallenen Armierung und dann dem Kunststoffadapter, der dann die innige Verbindung eingeht mit dem Gegenteil im Tankrucksack, ist es halt so, dass ihr da genau seht, wie rum das montiert werden muss, unabhängig davon, dass das natürlich in der Bedienungsanleitung nochmal drin steht. Ich greife da einfach mal vor. Das heißt, ihr habt hier so 2 Senklöcher und die Senklöcher müssen dann natürlich entsprechend mit dem Schraubenkopf besetzt werden. Ich schraube das mal ganz kurz zusammen. So Leute, weil ich so Zitterfinger habe, habe ich das schon vorbereitet. Das heißt, ich habe mir erlaubt, die Tankarmierung, also das eigentliche massive Teil, mit dem Grundteil hier vorne schon vorzubereiten. Hier seht ihr dann ganz deutlich die Senkkopfvertiefung und das ist entsprechend die Imbusschraube mit dem Senkkopf, der dann einfach verdrückt wird. Letztendlich auch festgeschraubt. Und dann auch richtig nachziehen, dass es schon gut zieht. Bei so einem kleinen Schlüssel ist, glaube ich, die Gefahr, dass ihr so einen Drehmoment überzieht, sehr gering. Denn dann wird euch das so ins Fleisch reinschneiden, dass das keinen Spaß mehr macht. Ihr wisst alle, nach fest kommt ab. Das wird auch gleich beim Wechsel der Schrauben, was den Tankschutzen angeht, wichtig sein. Aber da sage ich gleich noch was dazu. Das heißt, dieses Grundteil, was ihr jetzt verschraubt habt, wird nur mit diesen beiden Schrauben verbunden. Dann dreht ihr es wieder um und dann passt das quasi schon so auf den Tank drauf. Muss es jetzt nur noch mit den entsprechenden Schrauben verschraubt werden. Und die nehme ich mir jetzt mal zur Hand. So, ihr habt euch schon eben gemerkt, die längeren Schrauben waren zum Fahrer hin. Das heißt, dann montieren wir es einfach mal drauf. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt gleich die Sache, wo ich eben darauf hinweisen wollte. Ihr dreht die Schrauben, ich sage erstmal handfest an, alle 4 Bisse anfangen zu ziehen, also noch nicht festziehen eine. Das ist aber auch fisseliges Werk, das ist wie der IKEA-Schlüssel, nur dass der hier hält. So. In dem Moment, wo die Schrauben hier anfangen zu ziehen,
nimmt den Schlüssel wieder ab. Es gibt ein Drehmoment für Edelstahlschrauben. Die liegen in dem konkreten Fall so um die 6 Newtonmeter. Einer, der es jetzt wirklich genau wissen will, der nimmt natürlich einen Drehmomentschlüssel. Ich sage, bis da, wo es zieht und dann nochmal eine gute Viertelumdrehung. Das ist aber jetzt auch ein bisschen Erfahrungsschatz. Leute, die das noch nie gemacht haben, die werden dann natürlich da das Gefühl nicht haben. Aber wie gesagt, nach fest kommt ab. Auch da, wenn es zieht, da ist es eine Viertelumdrehung. Vollkommen ausreichend, mehr muss es nicht sein. Jetzt zieht es, Viertelumdrehung. Zieht es, Viertelumdrehung. Der ist jetzt bombenfest, da braucht ihr überhaupt keine Bedenken mehr zu haben. Das bleibt auch dann immer auf dem Fahrzeug drauf. Das wird vermeintlich die Optik nicht verschandeln, wie ich jedenfalls finde, das bemerkt man ja kaum. Von daher, das ist damit abgeschlossen und ihr habt nach wie vor die Möglichkeit, ganz konventionell zu tanken, ohne große Probleme. So Leute, jetzt muss es ein bisschen exakter werden. Hier ist der Tankrucksack. Hier ist der Tankring, der da oben drauf ist, um das einfach mal auch zu demonstrieren. Das heißt, dieser Tankring verkrallt sich mit der unteren Platte wirklich absolut spielfrei. Und in dem Moment, wo dann dieses Teil mit dem Tankrucksack verbunden ist und dann gleich noch eine Sicherung dazu kommt, ist das auch für euch ruckzuck montiert und demontiert und haftet richtig fest und stabil. Der Trick dieser ganzen Geschichte ist, zum Ausprobieren schraube ich es allerdings noch nicht rein, dass dann dieser Sicherungsstift eingeschraubt wird und der soll an der Gewindestelle circa 6 mm in den Ring reinragen. Aber da sage ich gleich noch was zu, wenn es exakt ans Montieren geht. Um den Ring zu montieren, ist es in der Tat so, dass der Ring nochmal aufgebracht wird. Dann wird der Tankrucksack, den ihr dann euch zugelegt habt, das ist wie gesagt unser Beispiel, das geht auch mit anderen, da gibt es noch 2, 3 andere Alternativen, wird der so platziert, dass ihr seht das, ich kann ihn noch nicht fest montieren, der wird dann so platziert, dass ihr das Gefühl habt, er sitzt so, dass er auch für euch für Sitzen ein gutes Widerlage gibt. Und ganz wichtig, es darf natürlich die Lenkung nicht irgendwie beeinträchtigt werden. Nicht, dass ihr zum Beispiel zu weit vorne ist und beim starken Einschlag habt ihr dann Tusch beim Tankrucksack. Das ist natürlich gefährlich. Also von daher, Lenkung muss vollkommen einwandfrei sein. Wir hatten hier bei der MT09 ja auch noch einen Navi-Halter dran. Auch da müsst ihr natürlich nachher schauen, dass dann auch mit montiertem Navi der Schwenkradius nicht blockiert wird oder eingeschränkt wird. Das müsst ihr einfach mal ein bisschen ausprobieren. Aber ansonsten wäre das jetzt diese Position. Das heißt, wäre das jetzt so austariert, dass ihr sagt, genau so möchte ich es haben, nehmt ihr den Tankrucksack mit dem Tankring komplett ab und schaut natürlich, dass dieser Tankring dann sich nicht an dieser einmal justierten Position, dass er sich nicht verändert. Und dann nehmt ihr ganz konventionell einen Kuli, der da wäre. Egal, ich sag's euch, wie es funktioniert. Und ihr habt da entsprechend 4 Positionen, wo eine Bohrung angebracht wird. Es soll kein schwarzer Edding sein, sondern mit dem Kuli ist es tatsächlich besser sichtbar als mit dem schwarzen Edding. Und diese 4 Positionen außen montiert ihr dann einfach. Wichtig, ich zeige das nochmal in die Detailkamera. Ihr habt, ich mach's mal auf. Auf der Innenseite, entsprechend mit dieser Kunststoffflaffe abgedeckt, eine relativ massive Platte. Sprich, wenn diese Grundplatte montiert ist, wird das an den punktierten Stellen entsprechend gebohrt. Falls ihr zufälligerweise Kontakt mit so einer Niete hättet, die ja dann das Grundteil festhält, dann habt ihr auch noch eine Alternativmöglichkeit, um die Schrauben etwas weiter nach innen zu setzen. Deshalb habt ihr hier 6 Bohrungen und nicht nur deren 4. Aber die inneren Bohrungen werden nur dann benötigt, wenn entsprechend zufälligerweise in der Kombination Tankdeckel, Tankrucksack die Bohrung genau mit der Niete übereinstimmen würde. So, Freunde. Löcher sind angebracht. Ein Tipp von mir für euch.
Wer da jetzt das zum ersten Mal macht, der sollte normalerweise, wenn es auf dem Tisch macht, irgendwie einen Holzpflock dahinter haben, damit es, wenn es zum Durchrutschen kommt, nicht irgendwo die Teakholzplatte des guten Wohnzimmerschranks verletzt wird. Ich habe jetzt ein bisschen im Gefühl, dass ich weiß, ab wann es die Zeit wird, dass es durchkommt. Also von daher, mit einem Holzpflock zu arbeiten, ist dann bestimmt nicht verkehrt. Das heißt, ich habe es jetzt angebracht. Mein Tipp ist vielleicht, weil es nachher etwas schwieriger ist, den Sicherungsstift, der den Rucksack nachher hält, schon einzuschrauben, denn nachher ist das ein bisschen problematischer. Und das eingeschraubte Teil soll einen Überstand haben, was den Stift angeht, von circa 6 mm. Ich bin auch dazu übergegangen, wenn ich das einmal montiert habe, immer anhand des Ziehens festzustellen, ob er richtig sitzt. Ich mache tendenziell immer schon mal gerne 1 mm tiefer, 2 mm tiefer als das, was vorgeschrieben ist. Von daher, das ist jetzt eine Sache, das werde ich gleich auch demonstrieren, wie das funktioniert. Und wenn der angezogen ist, dann geht ihr mit einem 16er Schlüssel hin, zieht das noch einen Ticken nach, aber auch da wirklich mit Gefühl. Und die Firma Esbemotec schreibt zwar vor, dass man auch hier noch eine Kunststoffschraubensicherung, Gewindesicherung nehmen soll. Habe ich eigentlich noch nie gemacht, um 100% auf der sicheren Seite zu sein. Und wie gesagt, ist eine Vorschrift von Esbemotec, könnt ihr da auch nochmal eine Gewindesicherung nehmen. Aber gut, das ist es. Also ich denke jetzt mal geschätzt, das sind jetzt so um die 8 mm, die der Bolzen reinzieht. Wenn er gezogen wird, ist er auch 100%. Gibt er das frei, aber wenn es ein Ticken mehr Überhang ist, ist das meiner Meinung nach etwas stabiler. Und ich zeige euch das mal ganz kurz. Das heißt, der ist absolut stabil. Wenn ich jetzt hier etwas dran ziehe, ist er immer noch fest. Und wenn ich einen Ticken fester ziehe, kann ich ihn lösen. Also ihr hört auch ein ganz... Ne, ihr hört es nicht. Doch, ihr hört ein ganz normales Rasten. Von daher, das hört ihr auch, wenn der Tankrucksack drauf ist. Jetzt schraube das einfach mal fest mit dem mit der Grundplatte. So Leute, Tankring ist angebracht, es ist verschraubt. Das, was ich jetzt hier zeige, auch mal fürs Detail. Das heißt, ich habe die Nylonstoppmuttern auf die Innenseite gebracht und die Linsenverschraubung ist unten, dass da kein Kontakt entsteht mit der Grundplatte. Und dann lege ich nochmal die Lasche übereinander und dann sind die vermeintlich scharfen Muttern auch abgedeckt. Also von daher, ich sage, da gibt es keine Probleme für die Innereien. Das war's quasi, was die Montage des Tankrings angeht, ist stabil. Eingestellt hatten wir es ja eben schon. Der Druckknopf für die Sicherheitsleine kann dann auch noch zusätzlich vorne verdrückt werden, dass das jetzt nicht rumbaumelt im Fahrtwind. Ja, und dann ist die Sache eigentlich auch schon fast gegessen. Das heißt, das war's schon. Tankrucksack montiert. Vielleicht wichtig nochmal, dass ihr dann, wenn ihr das einmalig montiert habt, nochmal so ein bisschen dran zieht und der sollte eigentlich auch noch so 2-3 mm Spiel haben, ohne dass was passiert, also dass er immer noch stabil ist und erst wenn er massiv rausgezogen wird, dass er dann demontierbar ist, so als zusätzliche Sicherheit. Von daher kein Hexenwerk. Ich sage einfach mal, wenn ihr das richtige Werkzeug habt, gut vorbereitet, ist das vielleicht eine Sache von 10 Minuten, dann ist die Sache auch schon intus. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit da jetzt für euch was hängen geblieben ist. War ja eine sehr spezielle Geschichte. Ich muss halt dann schon meinen Spaß dran haben an diesem Quicklock-System, zum Beispiel von der Firma Esbemotec. Aber stellvertretend gibt es das auch von dem einen oder anderen Mitbewerber. Ein Kollege sagte letztens, Marc Begleiter, hört sich auch sehr positiv an, aber egal. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auch, freue ich mich drauf. Ihr könnt mir gerne Kommentare zuschicken bezüglich dieser Geschichte. Ansonsten, wie immer, gerne gesehen Likes, wie immer gerne gesehen Abos. Und die Informationen zu dieser heutigen Sendung, wie immer, in der Beschreibung unter unserem Video mit allen Links. Das war's. Ich würde sagen, tschüss, adios.